Hallo und willkommen zurück. Heute gibt es wieder einen DM-Haul. Ich habe hier ein paar Sachen eingekauft, die für Schwangere sind, aber überwiegend eher Sachen, die ich nachgekauft habe und ein paar Sachen, die ich neu ausprobieren wollte. Also, wenn ihr sehen wollt, was ich eingekauft habe, dann bleibt auf jeden Fall dran. Als erstes, ganz langweilig, Wattepads. Meine sind alle gegangen. Normalerweise kaufe ich die immer beim Aldi, aber ich dachte, komm, nimmst du die einfach mal mit. Die sind von Ebelin, die habe ich schon zigmal ausgetestet. Ich habe mir jetzt hier diese Größe gekauft, die gibt es noch länger. Aber ich wollte jetzt einfach mal die hier haben und deswegen mussten die mit. Dann war ich in der Mami-Abteilung und habe mir erstmal diesen Mama-Alete-Schwangerschafts- und oder Schwangeren- und Stillsaft gekauft. Für schwangere und stillende Mütter mit Vitaminen und Mineralstoffen streng schadstoffkontrolliert. Das sieht meiner Meinung nach total lecker aus und ich habe das, glaube ich, schon in ein paar Videos gesehen und deswegen wollte ich das unbedingt mal austesten. Der halbe Liter war relativ teuer. Ich glaube, das hat um die 2 € gekostet. Also ich denke nicht, dass ich mir das jetzt regelmäßig zum Trinken kaufen werde. Aber für hin und wieder mal finde ich das eigentlich ganz gut. Dann habe ich mir hier einen Schwangerschaftstee gekauft. Und zwar von der DM Biomarke. Der ist mit Hagebutte, Zitronengras, Apfel, Melisse und Holunderblüte. So wie ich das jetzt hier gelesen habe, soll das wohl eine super harmonische Kombination aus Früchtetee und Kräutertee sein. Und wirklich besonders gut eben für Schwangere sein. Ich finde die Kombi nämlich sehr cool, denn ich habe bis oder bevor ich schwanger war, nur Kräutertees getrunken und ja, sowas wie indischen Chai und sowas. Also das war dann eher so mein Ding. Und seitdem ich eben schwanger bin, stehe ich auch total auf Früchtetee. Deswegen bin ich wirklich sehr gespannt, diese Kombi auszutesten. Ihr könnt mir mal schreiben, ob ihr den Tee schon kennt und ob ihr den schon mal ausprobiert habt. Weiter geht's mit was zu futtern. Das ist aber auch das Einzige, was ich geholt habe. Ich wollte eigentlich noch mehr kaufen, aber ich habe so viel Zeug, was ich noch aufbrauchen will. Deswegen habe ich mich da so ein bisschen zusammengerissen. Aber ich konnte an den hier nicht vorbeilaufen. Die habe ich mal bei Mami Seelen im Video gesehen. Das sind die frechen Freunde. Das sind halt so getrocknete Erdbeeren, so wie ich das verstanden habe. 100% Erdbeere ohne Zusatzstoffe, Bio nach EG-Öko-Verordnung. Also das sind wohl, wie gesagt, so getrocknete Früchte und da ist wohl kein Schwachsinn drin. Ich glaube, ich werde mal mit euch zusammen direkt mal eins probieren. Oh mein Gott, riecht das gut. Wie richtige Erdbeeren. Ich muss dazu sagen, das war schweineteuer. Dieses bisschen, das sind nur 12 Gramm. Das hat fast 2 € gekostet. Aber ich glaube, für sowas muss man eben halt tiefer in die Tasche greifen. Krass, ich hätte nicht gedacht, dass das so puffrig ist. Ein bisschen sauer. Ich glaube, die sind noch nicht so süß, aber es ist auch, glaube ich, ein bisschen schwer in Deutschland, wirklich süße Erdbeeren zu bekommen. Lecker. Und es geht weiter mit einer Feuchtigkeitspflege. Und zwar habe ich die meinem Freund gekauft. Die ist von Nivea, aus dieser Nivea Men-Reihe. Das ist das Active Energy Gesichtspflege Gel diesmal. Ich habe euch, glaube ich, in meinem letzten oder vorletzten Haul gezeigt, dass ich die Gesichtspflegecreme gekauft habe. Und er wollte jetzt mal was anderes ausprobieren, weil er benutzt momentan zwei Produkte. Einmal so ein Gel-Boost und einmal so eine Creme und der mischt die zwei Sachen dann immer und hat dann gesagt, Schatz, kannst du mir nicht irgendwas kaufen, wo ich beides in einem habe, wo ich auf der einen Seite die Feuchtigkeit habe und auf der anderen Seite diese Frische? Da dachte ich mir so, okay, das könnte doch vielleicht was für ihn sein. Und weil er Nivea eben so gerne mag, dachte ich einfach mal, teste ich das hier aus. Mal gucken, ob ihm das gefällt. Dann habe ich hier was richtig Cooles entdeckt und zwar eine Tuchmaske von einer koreanischen Marke. Und zwar ist jetzt ja, die Marke, keine Ahnung, die hier oben wahrscheinlich draufsteht, jetzt in die DM-Regale eingezogen. Und das finde ich richtig cool. Also ich bin wirklich schon ein sehr, sehr langer Fan von Tuchmasken. Ich habe ja meine bis dato entweder zwischendurch in der Drogerie gekauft oder meine absoluten Lieblinge habe ich immer auf Amazon bestellt. Ich kann euch sehr gerne einmal den Link in die Infobox packen. Mir fällt nämlich gerade die Marke nicht ein und da gab es eben 12 Stück in einem Pack für um die 10 €. Bisher hatte ich keine besseren Tuchmasken als die eben, die ich immer auf Amazon bestellt habe und bin wirklich sehr gespannt, ob das Ganze gut sein wird. Also die Koreaner sind ja wirklich richtig krass, was Hautpflege und so weiter angeht und ja, das sieht halt so typisch koreanisch aus mit dieser, ja, süßen Avocado-Zeichnung, halt so im Comic-Style. Es gab noch zwei andere Varianten, aber die haben mich jetzt nicht so interessiert, weil ich irgendwie direkt zu der feuchtigkeitsspendenden Variante gerannt bin. Also ich bin wirklich gespannt, ob das Ganze funktionieren wird. Und falls ihr das ausgetestet habt, dann lasst mich das auch unbedingt wissen, weil für 4 €
war das jetzt nicht so ein ganz günstiger Spaß. Dann habe ich hier noch eine weitere Neuigkeit, jedenfalls für mich. Ich habe das Nivea Body Mousse gekauft und das habe ich, glaube ich, in der Werbung gesehen und wollte es unbedingt mal austesten. Ich habe auch hier jetzt das letzte gegriffen. Es gab zwei Varianten, eine grüne, eine rosane. Ich habe natürlich die rosane genommen, wobei ich habe eigentlich nur geguckt, was hier drauf steht und die ist eben für trockene Haut. Ich weiß jetzt nicht, was die andere war oder für welchen Hauttyp die eben geeignet ist. Aber was mich wirklich angesprochen hat, war, dass hier drauf steht, zieht schnell ein. Also ich glaube, ich habe schon ganz oft auf meinem Kanal erwähnt, dass ich es wirklich hasse, mich einzucremen und es noch mehr hasse, wenn ich es dann doch tue und dann ein Produkt einfach nicht schnell genug einzieht. Und deswegen bin ich wirklich sehr gespannt. Ich habe gehört, dass die Body Mousse von Nivea wirklich gut sein sollen. Also die Duschschäume, die habe ich zwar bisher noch nie ausgetestet, aber ich bin wirklich gespannt. Ich glaube, ich teste das direkt mal aus. Oh my God. Das ist ein ganz, ganz komisches Gefühl, seinen Körper einfach mit so einem Produkt einzucremen. Und ich muss ehrlich sagen, ich merke schon direkt einen Unterschied. Das fühlt sich wirklich, wirklich toll an. Okay, es ist gerade nicht mal eine Minute rumgegangen und das Produkt ist schon eingezogen. Und ich habe hier einen ganz, ganz, ganz leichten, gepflegten Film auf der Haut. Und genau so stelle ich mir das vor. Auch hier in den Händen habe ich echt das Gefühl, dass meine Hände jetzt so butterweich sind. Und aber nicht so eklig fettig oder halt so noch mit diesem Cremefilm auf der Haut. Also wirklich, wirklich angenehm. Ich werde das Ganze auf jeden Fall noch auf meinem ganzen Körper austesten und bin wirklich gespannt, wie lange eben diese Pflege auf meiner Haut halten wird. Vor kurzem ist mein Haarband kaputt gegangen. Ich hatte so ein rosanes, was ich eigentlich total gerne gemocht habe, aber das ist leider kaputt gerissen. Ich habe das damals auf Amazon nur für 1-2 Euro oder so gekauft und jetzt hat sich die Qualität wahrscheinlich bemerkbar gemacht. Ich habe mir jetzt das hier gekauft, das ist von Ebelin und das habe ich aus dieser Kinderabteilung, da wo ihr die ganzen Haarnadeln und Klammern und so weiter findet. Das war übrigens das letzte, also die waren wohl richtig vergriffen. Ich weiß nicht, ob es das noch in anderen Farben gibt, aber ich fand das in Grau und mit diesem Rosa eigentlich total knuffig. Und ich habe das auch ausgetestet, weil ein Kinderkopf ist natürlich viel kleiner als mein Kopf. Also es ist wirklich sehr dehnbar und deswegen denke ich, wird das funktionieren. Und ja, deswegen musst du das unbedingt mit. Nachgekauft habe ich mir wieder meine Ebelin Nagellack-Entferner-Pads. Diesmal in dieser fruchtigen Duftvariante. Die gibt es einfach momentan nur in der Duftvariante. Stört mich nicht. Was ich schlimmer fand, war eher dieses Kokos, weil in Kombination mit Nagellack-Entferner fand ich das schon etwas seltsam. Aber letztendlich riechen diese Pads ja so gut wie gar nicht. Also wenn man das Döschen aufmacht und die Nägel damit von Nagellack entfernt, dann riecht auf jeden Fall nicht der ganze Raum. Ich habe euch diese Pads schon wirklich 1000 Mal in die Kamera gehalten und werde sie mir immer wieder nachkaufen. Ich liebe die einfach und kann sie wirklich jedem empfehlen. Dann habe ich mir einen neuen Tangle-Teaser gekauft und zwar in dieser Traveling-Variante, also zum Reisen. Und da ist halt so ein Ding dran, um eben diese spitzen Dinger zu schützen. Ich habe mich jetzt hier für die rose-goldene Variante entschieden, denn mein alter Tangle Teaser sieht wirklich schon super ranzig aus. Ich habe halt diesen großen rosanen und der sieht echt ranzig aus. Man könnte den natürlich auch sauber machen, aber ich wollte jetzt einfach mal einen neuen haben, auch um eben damit zu reisen, weil ich habe halt keinen Schutz für den anderen und wollte einfach mal wieder einen neuen haben. Wer es vielleicht in den letzten Wochen mitbekommen hat, ich habe so ein kleines Haarproblem und zwar sind meine Haare sehr, sehr trocken. Fetten zwar schnell, also ich wasche sie eigentlich alle 2 bis 3 Tage. Am dritten Tag würde ich sie niemals offen lassen. Da würde ich jetzt Trockenshampoo benutzen oder einfach einen strengen Dutt machen oder sowas. Aber ich habe wirklich so, so viel schon ausgetestet. Meine ganzen herkömmlichen Produkte, die ich bisher benutzt habe, die funktionieren irgendwie alle nicht mehr bei meinen Haaren. Ich weiß wirklich nicht, was da los ist. Das hat aber schon vor der Schwangerschaft irgendwie bei mir angefangen. Ich denke, dass das Ganze einfach mit der Blondierung zusammenhängt. Auch wenn es super, super schön ist. Aber ich weiß auf jeden Fall, dass ich mir, glaube ich, nie wieder so extrem die Haare färben werde. Jedenfalls werde ich mich vorher, bevor ich das irgendwann mal machen sollte, werde ich mich mit Sicherheit erkundigen, welche Pflege da einfach funktioniert für mich. Denn mit der letzten Blondierung habe ich mir so ein bisschen die Haare zerstört. Meine ganzen Produkte funktionieren nicht mehr, selbst Olaplex, ja, dieses
super teure Zeug, was irgendwie so klein ist und um die 30, 40 € kostet, funktioniert bei mir gar nicht mehr. Und deswegen habe ich mir das hier gekauft. Das ist die Schwarzkopf Glisskur Hair Repair Liquid Silk. Ich habe mich jetzt hier für die rosane Variante entschieden, jedenfalls die für sprödes und glanzloses Haar. Und hier steht sofortige Kennbarkeit und natürlicher Glanz. Dieses Produkt kenne ich eigentlich schon ewig und ich habe das damals, glaube ich, sogar schon 5 oder 6 Jahren das erste Mal ausgetestet. Ich glaube, da bin ich irgendwie in den Urlaub geflogen und da hatte ich so blonde Strähnchen drin. Und wenn man halt am Meer liegt, viel Sonneneinstrahlung und eben ins Salzwasser geht, dann werden die Haare immer super trocken und ja, deswegen habe ich das immer wieder benutzt. Also immer, wenn ich meine Haare etwas extremer gefärbt habe, dann habe ich das immer benutzt und das hat bei mir super gut funktioniert. Deswegen lege ich meine ganze Hoffnung in dieses Produkt rein, dass es wieder funktionieren wird. Falls es funktioniert, werde ich mir auf jeden Fall mal die ganze Serie angucken. Aber ja, damals hat es auf jeden Fall funktioniert und deswegen hoffe ich, dass es diesmal genau das gleiche Gute für meine Haare tut. Zum Schluss habe ich hier noch zwei Produkte aus der dekorativen Kosmetik. Und zwar habe ich hier einmal den L'Oreal Perfect Slim Eyeliner. Ja, der hat hier so eine Filzspitze und das ist immer so ein, ja, Top- oder Flop-Produkt. Und ich habe schon viele ausgetestet. Die von Essence haben mir nicht so gut gefallen. Die sind relativ schnell ausgetrocknet. Ich glaube, ich habe mal welche von Catrice ausgetestet. Die waren auch nicht so doll. Und ich komme nicht mehr mit diesen flüssigen Eyelinern zurecht. Also viele schwören ja darauf, aber irgendwie kriege ich das nicht mehr so gebacken. Ich brauche einfach so eine Art Stift, mit der ich eben malen kann und habe halt gehört, dass der relativ gut sein soll und deswegen habe ich jetzt den hier mitgenommen. Wusstet ihr eigentlich, dass es mittlerweile die Löscher in verschiedenen Farben gibt? Also ich nicht. Ich habe sie erst heute für mich entdeckt. Die gab es ja bisher nur in zwei Farben. Einmal in der 01 Light, das was ich habe, und einmal in 03 Porzellan oder irgendwie sowas in der Art. Auf jeden Fall geht 01 eher so in diese gelbstichigere Variante und 03 mehr in diese peach-rosa-stichige Variante. Und die sieht für mich sehr, sehr gelb aus. Ich habe das Ganze auch hier schon mal verglichen. Und wenn ich mir das angucke, frage ich mich, warum ich dieses fast leere Produkt unter meinen Augen verwendet habe. Ich muss aber auch ehrlich sagen, ich benutze das am liebsten, wenn es halt eher so ein bisschen kühler ist, beziehungsweise wenn meine Haut eben nicht so gebräunt ist, weil dann geht das Ganze noch. Halt im Sommer kann ich das gar nicht benutzen oder im Frühling. Aber der sieht wirklich vielversprechend aus. Ich habe die Farbe 06 Neutralizer. Warum das so heißt, weiß ich nicht. Ich hoffe, das ist jetzt nicht so ein Mittelding. Also neutral, halt weder gelb noch rosastichig, also irgendwas mittendrin. So, ja, wir werden auf jeden Fall sehen, wie ich das Ganze finde. So, und das war es jetzt auch schon mit diesem Haul. Ich finde, das war mal wieder eine sehr coole Mischung. Ich bin wirklich sehr gespannt, die ganzen neuen Produkte auszutesten. Und ihr könnt mir auf jeden Fall schreiben, wie ihr die Produkte findet, ob ihr irgendwas schon ausgetestet habt, ob ihr die Sachen gut oder schlecht findet. Also schreibt mir das auf jeden Fall in die Kommentare. Jetzt habe ich aber noch mal eine kleine Frage an euch. Und zwar habe ich mir überlegt, von meinen letzten drei DM-Hauls eine Art Review zu machen. Und zwar würde ich wirklich aus allen drei Hauls das Ganze in ein Video packen. Ich habe das ja schon mal auf meinem Kanal gemacht. Das ist ein bisschen was her, aber ich habe es früher so gemacht, dass ich einen DM-Haul hochgeladen habe und ungefähr 2 Wochen später habe ich dazu eben zu diesem Video eine Review gemacht. Ich hatte jetzt auch wirklich super viel Zeit, die ganzen Produkte auszutesten. Also wenn ihr das Ganze sehen wollt, dann mache ich hier mal so eine Abstimmung. Und dann lasst mich auf jeden Fall wissen, ob ihr das Ganze sehen wollt oder nicht. Bevor ich das Ganze wieder vergesse, ich bin irgendwie so vergesslich, es tut mir leid, möchte ich noch zwei von euch grüßen. Und zwar einmal die BU, einmal hier der Kommentar und die liebe Nadine Martin. Also vielen Dank, dass ihr mir einen lieben Kommentar hinterlassen habt und den Hashtag Foxy grüßt benutzt habt. Also wenn ihr das nächste Mal mit dabei sein wollt, beziehungsweise von mir gegrüßt werden wollt, dann benutzt diesen Hashtag und dann seid ihr vielleicht das nächste Mal auch dabei. Wenn ihr Lust habt, folgt mir sehr gerne auf Instagram. Ich blende euch hier mal meinen Namen ein. Hier oben könnt ihr meinen Kanal kostenlos abonnieren, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Hier verlinke ich euch meine letzten beiden Videos oder irgendwelche anderen Videos. Und ja, ich bedanke mich bei euch wie immer fürs Zusehen und hoffe, ihr seid das nächste Mal wieder dabei. Ich würde sagen, diese Woche Freitag um 17 Uhr einschalten. Bis bald. Tschüss!